Seit dem Jahre 1881 wird in Bludenz Bier gebraut. Nun wurde das große Jubiläum gefeiert. Die Alpenstadt stand 3 Tage lang ganz im Zeichen des Einhorns. 130 Jahre Brauerei Bornburg war angesagt. Klar, dass ein riesiges Fest gefeiert wurde. Organisiert wurden die 3-tägigen Feierlichkeiten von Vornburger Marketingleiterin Sabine Treimel. Es waren ein paar Schlaflose, aber wenn man das Ergebnis sieht, dann fallen vielen Besucher, die heute schon hier eingeströmt sind, natürlich ein toller Erfolg und dann schlaft man wieder sehr gut. Sabine Treimel war es auch zu verdanken, dass die zahlreichen Besucher neben dem gemütlichen Ambiente im Festzelt, der Bierolympiade und viel mehr auch einen Blick hinter die Kulissen ihrer Brauerei machen durften. Der Rundgang durch die heiligen Vornburger Hallen wurde von vielen interessierten Gästen genutzt. Vor Ort konnte bestaunt werden, wie die einzelnen Stationen des Brauens funktionieren und wie die insgesamt 13 verschiedenen Vornburger Bierspezialitäten und die Dizano-Limonade schlussendlich in die Flasche gelangen. Fast unglaublich dabei der Bierausstoß. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr in Bludenz 19,3 Millionen Liter Bier hergestellt. Ja, also ich habe es noch nie gesehen und ich habe es mir schon ein bisschen anders vorgestellt, dass es so schnell geht, hätte ich jetzt so wieder nicht gedacht. Also mir hat am besten gefallen da die Abfüllanlage, was da so am Flasche jede Sekunde durchgeht. Das ist einfach fantastisch. Also brutal, was da weggeht, dass das überhaupt so Erfolg eigentlich trinken kann. Als. Wie es sich für eine Brauerei gehört, wurde das Jubiläumsfest mit einem ordentlichen Fassanstich auf der Bühne des Festzeltes eröffnet. Die Ehre, den Hammer zu schwingen, hatte der Abgeordnete zum Nationalrat Karl-Heinz Kopf. Habe ich zum ersten Mal gemacht. Hat auch nicht so optimal funktioniert. Meine, Brauerei Vornburg ist ein Traditionsbetrieb in Vorarlberg. Das Vornburger Bier ist mein Lieblingsbier. Das Bier floss dennoch in Strömen und Stadtoberhaupt Wandi Katzenmeier sorgte mit seiner Eröffnungsrede für zahlreiche Lacher, hatte aber auch Hintergrundinformationen zur Hand. Wenn man zurückdenkt, dass es bei der Gründung 1981 72 Brauereien gehabt in Vorarlberg. Wenn man jetzt die abzählt, bringt man sie an einer Handzimmer. Es ist ein Brocker Nachteil, dann hat man zweite Hand frei, wo man Bierkrügel in die Hand nicht kann und einmal sagen kann zu euch, zum Wohl miteinander. Ja, es ist eine starke Partnerschaft. Wie ich gesagt habe, es verbindet uns schon mit dem berühmten Einhorn, wo man nicht immer genau weiß, ist es jetzt Stadtwappen oder ist es Brauerei Vornburg gemeint. Aber es geht da über viele Jahre hinweg eine ganz tolle Zusammenarbeit. Und das ist etwas, was mich freut. Und es ist einfach der stärkste Betrieb, den wir haben, mit ganz tollen Arbeitsplätzen. Der Bürgermeister der Alpenstadt Bludenz sprach es an, das Einhorn, ein einzigartiges Fabelwesen, das doch seit Urzeiten für ungebändigte Kraft, ausdauernde Stärke, jungfräuliche Reinheit und natürlich Einzigartigkeit steht. Für Brauereichef Hans Steiner liegen die Gemeinsamkeiten auf der Hand. Ja, ein Riesenfest. Freut uns ganz besonders, dass es so angenommen wird von unseren Besuchern. Wir haben seit heute 9 Uhr morgens großartigen Besuch. Es wird heute noch tolle Musikgruppen geben. Es gibt ein tolles Rahmenprogramm. Also wir gehen von einem ausverkauften Haus aus. Wir brauen ein einzigartiges Bier hier in Bludenz. Und es freut mich, dass sich so viele Besucher davon auch überzeugen. Jahre Brauerei Vornburg, ein echter Grund zu feiern.